jeden Fall, wer Fan von Resident Evil und Silent Hill ist, ist hier genau richtig. Geiler Titel, macht richtig Bock, macht richtig Laune. Und ja, was kann man hier? Ich schau mal hier so, da kann ich mir irgendwas nehmen. Jetzt, bevor mich der Raid Alert geschockt hat. Nö. Und wir sind diese wunderschöne junge Frau, sind aufgewacht in irgendeinem alten Hospital. Uns wurde ein Auge entfernt. Wir sind in der Badewanne aufgewacht mit einem Schlauch im Mund. Uns wurde ein Auge entfernt. Aber wir wissen noch gar nicht so richtig, was abgeht. Wir spielen jetzt ungefähr eine knappe Stunde. Und ja, hier laufen, kriechen irgendwelche seltsamen Kreaturen rum. An die da hinten habe ich mich noch nicht so ganz rangewagt. Ich befürchte, die wird gleich aufstehen. Ich bin so ausgerastet. Das Game sollte es nur... Schreibt mir das nur privat, was das für ein Game ist. Oder in unserer Gruppe, deutsche YouTube-Twitch-Szene. Schreibt mir das mal. Dann gucke ich doch, mache ich doch vielleicht mal... Werfe ich doch vielleicht einen kleinen Blick drin. Komm, es hat ja keinen Zweck. Ich drücke mich hier. Ich würde jetzt mich mal der Kreatur hier nähern. Ah, das ist Gott sei Dank keine Kreatur. Das sind Statuen. Stars. Ich muss meine Alertsleiser einstellen. Ich kann jetzt mal... Vielen Dank fürs Follow. Vielen herzlichen Dank. Oh, ich muss unbedingt meine Alertsleiser einstellen. Warum ist es mein Bild weg? Stars. Der Kappes, yes man, Benjoy, Ben Jovi, vielen Dank für euer Follow. Vielen herzlichen Dank. Aber ich muss meine Alertsleiser einstellen. Ich grinier die Griechse. Die föhnen mir doch voll um die Ohren und jedes Mal triggert mich das dann. Stars. Aber geiler Sound. Jawohl, dankeschön. Eine Jesusfigur sieht aus, als wäre sie vom Kreuz gefallen. Sind auf jeden Fall geile Rätsel ab bei dem Spiel. Also es ist wirklich Oldschool Resident Evil Silent Hill. Sie ist vom Kreuz gefallen, okay. Kann ich die reparieren? Raven Dark, vielen Dank für dein Follow. Vielen herzlichen Dank. Okay. Hier scheint mal noch nichts. Wir warten mal einen Blick auf die Karte. Wir sind jetzt hier in der Kapelle. Können wir hier rüber? Feuer frei, Alter! Das ist ein geiles Spiel! Auf jeden Fall, Mann, auf jeden Fall. Küche, Schrank. Wir gehen jetzt einfach mal in die Küche, ne? Meine Kamera ist unscharf. Oh, ja, als wenn ich was dafür könnte. Ich hab sie nicht entwickelt. Ich hab sie nur kauf. Ach, schön. Ich liebe diese Dinger. In den Aufzug holen wir mal noch nicht. Wir gehen jetzt erstmal in die Küche, würde ich sagen. Wir gehen erstmal gucken, wie weit wir jetzt hier überhaupt kommen in dem Bereich. Aber hier alles absuchen. Ich sehe nicht, wo es ist. Man sieht nicht, wo man hinspringt. Mann! Aber er hat das aber. Schieß doch! Mann! Was macht denn der immer? Aber ich flieh die Alert. Ich muss ein bisschen leiser machen, glaube ich. Aber es ist auch witzig, weil es im richtigen Moment, wenn es mich erwischt, ist es auch witzig. Deswegen mal lassen sie so laut. Na, vielleicht kommt bei dem Spiel noch der ein oder andere Alert dazu. Mal wissen es ja nicht. Aber ich mach mal den Kühlschrank. Er schießt einfach nicht! Warum trägt er dann nicht ab? Es ist eiskalt. Okay, hier können wir was reinlegen. Drücke die Kreuztaste, ja, fick die Kreuztaste. Wo ist denn bei der verfickten PlayStation die Kreuztaste? Mann! Lolita! Drücke die Kreuztaste, damit er aufsteht. Merci für die Biddies, vielen Dank. Ich spreche gerade weg bei den Sounds. Ja, da waren einige, ja, das sind von den vorherigen Streams. Renn! Renn doch, du Affe! Könnt ihr euch denken, was da los war? Du wirst diesen Ort nicht verlassen. Und wir haben ein Datum, 16. Dezember. 16. Dezember, das merken wir uns mal. 16.12. Oder gehe ich das mal hier hin? Vielleicht springt das uns was. 16.12. Jo! Auf einmal kriegt er die Tentakelarme oder was? Mann, Alter, nee, ich bin hier nicht getroffen. Das ist mir fucking egal! Lad die Scheiße und fertig! Mann!
war bei Resident Evil. Verbrannte Überreste. Dann muss ich lachen, dankeschön. Na, wenigstens bin ich jetzt mal ein bisschen aus dem... Jetzt kann ich mich nochmal gleich auf den Horror konzentrieren. Vielen Dank für die Bits, Freunde, vielen Dank. Fabi, vielen Dank. Tino. Sind das menschliche Knochen? Was zur Hölle ist hier los? Okay, wir wissen es noch nicht genau. Riecht fürchterlich. Merci, Freunde, für die Bits. So, wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt hier in dem Raum. Haben uns 300 Alerts angehört und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen wollte. Küche. Ja, wir können rüber zum Lager von der Küche. Wenn ich hier nichts Besonderes gefunden. Ich spiele den gleichen Song nochmal. Oh, 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 hier ist stockdunkel. Die Schatteneffekte sind so... Am Arsch. Kann die runterzielen? Kommt das Vieh hier hoch? So, eine Rechtskretter mit einem Brecheisen. Ja, wer will sich messen? Das ist der Wolverine-Rollstuhl. Wolverine im Rollstuhl. Wie kommt man auf so einen Scheiß? Aber geil. Gefällt mir. Wolverine im Rollstuhl. Disk für das Speichern eines neuen Kennworts eingeben. Okay. Ein alter PC-Monitor. Yeah, Tino, 200 Bits. Dankeschön, Freund. Dankeschön, mein Guter. Vielen herzlichen Dank. Geil, Mann. Eigentlich das Spiel hier schon fast wieder raus, die 20 Euro. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, ne? 20 Euro im Store, das Game. Hammer. Also ich habe schon deutlich mehr Geld für schlechtere Spiele ausgegeben. Eine Flasche mit Salpetersäure, die Metall im Lauf... Was? Die Metall im Lauf der Zeit zersetzen kann. Oh ja, nehmen wir mit. Ah, kann ich das vielleicht kombinieren? Ich will immer das Schloss kaputt machen, ne. Was? Wieso, was? Das ist unser Ghostback, da was? Ich lese jetzt. Hä? Wenn ich gerade im Kampf bin, dann habe ich immer so Probleme mit dem Chat. Ich liebe diese Alerts. Das ist unser Ghostie. Ja, gut. Warum, Flo? Was hast du gesagt? Oh ne, es ist hoffnungslos. Was habe ich schon wieder gemacht? Was habe ich schon wieder angestellt? So, ich hole mal das Feuerzeug hier raus. Gucken wir uns, hier muss hier noch irgendwas sein. Hier ist eine Speicher-CD. Der hat uns jetzt nicht getroffen, ne? Das haben wir eigentlich ganz gut gelöst. Aber ich weiß auch gar nicht. Lager. Sonst ist hier nichts. Ich gehe mal hier rüber. Wir sind die Treppe runtergekommen. Gehen wir mal hier rein in den Raum. Die Tür ist aufgesperrt. Alles klar? Oh, 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 ich höre was. Oh, 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 Dunkelheit. Dunkelheit ist schlecht. Ja, Dunkelheit dürfen wir nicht. Ein eiserner Türklopfer in Form einer Hand, die einen Ball hält. Bin ich hier und was höre ich hier? Ah, ich bin jetzt hier raus. Das ist der Schrank. Ein Schrank. Kann ich den Türklopfer vielleicht mit der Säure kombinieren? Vielleicht ist nicht kombinierbar. Alles klar. Dazu sagt er was? Ein eiserner Türklopfer in Form einer Hand, der einen Ball hält.
so. Ja, tut mir leid. Tut mir leid, Flo. Ist, als wenn man versucht, deinen Arm ab... Ey! Ein bisschen vielleicht. Ein bisschen. Ich guck mal hier im Schrank. Aber die Speicherdinger sind arg knapp. Oder irre ich mich hier? Was ist das? Hier passt eine Batterie rein. Ah, okay, wir können ja eine Batterie aufladen. Haben aber noch keine. Ja, Mann. Munition. Okay, hier können wir eine Batterie aufladen im Schrank. Das müssen wir uns merken. Jetzt gehen wir in die Küche, jetzt gehen wir ins Studio. Ah, wunderbar. Jetzt haben wir die Tür geöffnet. Ich höre die ganze Zeit Kreaturen, aber ich weiß nicht von wo. Aufzug. Das ist eine Tür. Yeah, oh, Safe Room. Oh, ich liebe das Geräusch. Ah, das ist das Studio. Alles klar. Oh, hier bräuchte man ein gutes altes Ink Ribbon. Jetzt erstmal Shisha machen. Ja, das wäre was. Das wäre was. Oh, geil. Ink Ribbon. Wir haben Tonband. Tonband. Schrotpatronen. Okay, das heißt, wir kriegen gleich eine dicke Waffe. Was ich aber nur in gewisser Weise gut finde, weil dicke Waffen bedeuten auch dicke, fette Gegner. You shouldn't have come here. Du dürftest nicht hier sein. Oder du hättest nicht hierher kommen sollen. Ja, ich hätte zuerst lesen sollen, bevor ich mich vortäusche, dass ich Englisch kann. Ein Röntgenbild, das ein Herz zeigt. Die Silhouette kommt mir bekannt vor. Bestimmt von irgendeiner Statue oder sowas. Ein guter Spender. Ich muss mal kurz die Nase putzen. So, wer noch den Anfang vom Spiel oder so noch nicht gesehen hat oder verpasst hat, ne? Ich hab auch... Aha, Beutelchen! 100 Biddies! Vielen Dank, mein Freund. Das hab ich jetzt mitgekriegt, sicher mal? Der arme Flo. Ich bleib auf dem ersten Platz. So, ich gehe mal in den Lurk. Viel Spaß euch noch. Alles klar, mein Guter. Ja, wir haben ja auch schon. Dankeschön für deinen Raid. Fühl mich immer wieder geehrt. Mein Guter, dann wünsche ich dir noch eine schöne Nacht. So, jetzt läuft mir schon immer noch die Nase. Was ist denn das? Mann! Bin allergisch gegen Bits. So. Soll ich speichern? Wir haben einiges gemacht, aber ich habe Angst. Aber obwohl, wir sind... Ja, es ist so eine Sache, ne? Ich will halt nicht sterben und die ganze Kacke dann wieder machen. Wir speichern ab. Wir sind ja durch den Keller. Komm schon. Was soll der Geiz? Stockdunkel, es kommen bestimmt mehr noch Bereiche, wo man kämpfen muss. Oh, Tino! Dein Ernst! Bereiche, wo man kämpfen muss. Aber sich dann in der Dunkelheit nicht wehren kann. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Hier gehe ich nicht hin. Ich fahre jetzt hoch mit dem Aufzug. Gucken uns erstmal noch weiter um. Das ist gerade übel. Yeah, Mann, Flo, vielen herzlichen Dank, mein Freund. Für deine 100 Bits. Jetzt hat das Spiel wirklich schon bald draußen. Das ist ja geil. Dankeschön, Freunde.
Scheint euch also zu gefallen. Das ist die Hauptsache. Mir gefällt es auf jeden Fall auch. Da glitzert doch was. Oder ist das der... das ist der Tisch, der glitzert. Aufzug ist kaputt. Okay, wir waren im kaputten Aufzug. Wir waren hier in der Küche. Hier waren wir überall im Studio. Im Archiv kommen wir nicht drin. Weil es fehlt noch was. Öffentliche Toilette. Kommen wir. Ah, hier ist der Bereich. Und die Tür ist von der anderen Seite verschlossen. Wir rennen ins Studio. Rennen jetzt hier die Treppen runter und versuchen, diese Tür zu öffnen im Arbeitsbereich.